Istanbul im September. Wir sind unterwegs mit Sedat von der türkischen Textilarbeitergewerkschaft TEXIF. Arbeiter haben uns Hinweise gegeben, dass hier irgendwo immer noch Firmen Jeans mit tödlichen Methoden bearbeiten, das in der Türkei verbotene Sandstrahlen nach wie vor anwenden, mit schrecklichen Folgen. Das erste Mal in der Welt sehen wir so eine große Tragödie. Viele Arbeiter, die Sand gestrahlt haben, starben an Silikose. Von fast 50 Fällen weiß allein Sedat. Silikose kannte man bisher nur aus dem Bergbau. In der Textilbranche ist die Krankheit neu, aber genauso grausam. Es fängt langsam an. Dann bekommen die Kranken kaum noch Luft. Der Quarz aus dem Sand versteift ihre Lungenbläschen ein für alle Mal. Unheilbar. Ich habe mich beim Gesundheitsdienst gemeldet. Sie haben Bronchitis diagnostiziert. Sie haben mir Medikamente gegeben und gesagt, es würde vorbeigehen. Nachdem ich diese Medikamente eingenommen habe, habe ich gesehen, mein Husten wurde immer schlimmer. Und es kam immer mehr Schleim. Aus dem Bergbau kennt man die Krankheit Silikose auch in Deutschland. Doch bei den Arbeitern in der Jeansindustrie nimmt sie einen viel schnelleren Verlauf. Dr. Kili Kaslan hat als erster den Zusammenhang entdeckt, dass die tödliche Lungenerkrankung der jungen Männer von ihrer Arbeit kommt, dem Sandstrahlen von Jeans. Das ist etwas, was ich als Arzt nicht akzeptieren kann. Es hat mich und meine Arztkollegen sehr mitgenommen. Denn 18, 25, 30-jährige Menschen haben eine Krankheit bekommen, die immer weiter fortschreitet und mit dem Tod endet. Aber eigentlich komplett zu verhindern wäre. Dabei haben Jeansträger aller Marken vermutlich schon mal eine sandgestrahlte Jeans am Körper gehabt. Fast jede globale oder lokale Marke ist in diese Sache verwickelt. Jede Marke, die Sie sich vorstellen können. Sandstrahlen ist zwar seit über einem Jahr in der Türkei verboten, trotzdem sind solche Jeans weiter auf dem Markt. Sedats Gewerkschaft hat neue Hinweise. Vor wenigen Tagen hat ein Arbeiter angerufen. Wie er uns gesagt hat, ist hier immer noch eine Firma, da wo wir hingehen, die das Sandstrahlen benutzt, um Jeans zu bleichen. Wenn wir eine Möglichkeit haben, können wir vielleicht die Fabrik sehen, aber ich kenne die Realität in meinem Land. Es wird sehr schwer sein, etwas Genaues zu erkennen. Aber wie auch immer, wir versuchen es. Und nachforschen ist auch nicht ganz ungefährlich, meint Sedat. In der Türkei sei es üblich, dass viel schwarz produziert wird, sagen Einheimische. An Versicherungen und Arbeitsschutz werde gespart. Nur etwa ein Viertel der türkischen Textilindustrie arbeitet nach einer Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung, so wie hier in diesem Vorzeigebetrieb. Der Rest versucht sich im gnadenlosen Wettbewerb mit China und Bangladesch. Nur dort wird mehr und billiger produziert. So kostet die Jeans aus Bangladesch bei der Einfuhr knapp 5 Euro, aus China um die 7 Euro und aus der Türkei knapp 15 Euro. Die türkische Besonderheit, die eingeholten Aufträge werden immer weiter aufgeteilt. Ein Subunternehmer gibt den Auftrag an den nächsten, immer noch billiger, immer noch undurchsichtiger. So sind die Kleinstlieferanten nur schwer zu kontrollieren. Wie am Ende das Produkt hergestellt worden ist, unter welchen Gefahren für die Arbeiter, wollen Behörden und Kunden wohl nicht so genau wissen. Gewerkschaften haben es schwer, Arbeiterrechte durchzusetzen. Trotzdem versuchen sie es immer wieder, auch wenn ihre Mitglieder oft kurzerhand gefeuert werden. Ein rauer Wind weht in der türkischen Textilindustrie. Internationale Modekonzerne profitieren von den Zuständen. Unsere Suche nach Sandstrahlbetrieben geht weiter. Wir versuchen hineinzukommen. Wir fragen nach dem Chef. Und warten. Schließlich werden wir reingelassen. Der Chef sagt, hier würden Jeans nur mit Farbe behandelt. Können wir das sehen? Nein, momentan werde gar nicht gearbeitet. Er wäre uns am liebsten ganz schnell wieder los und besorgt uns sogar eine Mitfahrgelegenheit. Einige hundert Kranke sind bisher schon bei Dr. Kili Kaslan gewesen. Viele Silikosepatienten hat er schon verloren. Auf seine Initiative hin hat sich ein Solidaritätskomitee gegründet. Mitglieder, Ärzte, Anwälte, Gewerkschafter.
Praktisch sind sie die einzige Hilfe für die Arbeiter. Nur durch Dr. Kili Kaslan und das Solidaritätskomitee kennt die türkische Öffentlichkeit das tödliche Sandstrahlproblem. Und die Regierung? Außer dem Verbot hat sie wenig getan. Die Kranken fühlen sich alleine gelassen und müssen sich damit abfinden, dass eine Modelaune sie das Leben kosten wird. Die ganze Welt trägt das. Aber ich finde diese Modesache ziemlich dumm. Denn es wird mit dem Leben eines Menschen gespielt. Es gibt Familien, wo der Vater, die Söhne im selben Bett liegen. Und das alles für eine Mode. Das sollte nicht sein. Und das ist wohl erst der Anfang. Etwa 5000 Kranke wie Mehmet Şah erwarten Mediziner. Der rote Truck bringt uns in ein benachbartes Gewerbegebiet. Dort finden wir eine ganze Straße mit kleinen Firmen, spezialisiert auf Jeansveredelung. Der nächste Versuch. Immerhin, wir kommen ins Gespräch. Wir können es nicht drehen, aber wir sehen es. Ein Arbeiter versprüht diese ätzende Chemikalie, Kaliumpermanganat, ohne jeglichen Schutz. Auch damit werden Jeans gebleicht. Heimlich drehen wir weiter, sehen die ganze Kunst mit Chemie und Hitze, neue Jeans alt und gebraucht aussehen zu lassen. Für den ultimativen Vintage-Look werden Löcher in die Jeans gefräst und gerieben. Und es fällt auf, hier arbeiten vor allem Jugendliche. Das Gefährlichste, Sandstrahlen, versuchen wir noch in einem anderen Betrieb zu sehen. Jetzt werden wir vom Gelände verwiesen. Sedat wird bedroht. Was passiert in diesen Hinterhöfen? Wir sehen nirgends offen, dass Sand gestrahlt wird, nur die Indizien wie lange Schornsteine. Die Arbeiter schweigen, vermutlich aus Angst. Kurz bevor wir fahren, bekommen wir dieses Sandstrahlfoto, aufgenommen von Betroffenen. Genaueres getrauten sie sich noch nicht zu sagen. Nur die Todkranken haben keine Angst mehr. Wir haben im Allgemeinen für große Firmen gearbeitet. Mavi, Motor Jeans und fremde Marken. Wir haben für Levi's gearbeitet. Doch das kann im Nachhinein niemand beweisen. Dafür sind die Lieferketten viel zu verschlungen. Gerade hat der Jeans-Riese Levi's zusammen mit H&M verkündet, ab Januar auf sandgestrahlte Jeans verzichten zu wollen. Praktisch ab sofort werden Levi Strauss und H&M keine neuen Aufträge für sandgestrahlte Produkte mehr platzieren und ab dem 31. Dezember 2010 werden sie keinerlei aktive Produktion haben, die diese Technik verwendet. Wird Sandstrahlen als industrielle Praxis verschwinden? Wohl kaum. Nicht so lange abgetragen oder Rodeo schick bleibt. Im Internet wirbt ein türkischer Hersteller offen für seine neue Sandstrahlproduktion in Ägypten. Das Sandstrahlen geht in andere Länder. Die Krankheit wohl auch. Tja, nur wenn wir diese sandgestrahlten Jeans nicht kaufen, hört der Spuk vermutlich von selber auf.